ja 4 Millionen Leute angemeldet für die Equipment-Ausleihe. Dementsprechend haben wir 8 Millionen Kurzhandel bestellt. Ja. Nee, wir bieten quasi 3 Möglichkeiten. Nummer 1 ist, ihr arbeitet mit Kurzhandel, könnt ihr euch bei uns abholen. Ja. Für die Tiere haben wir hier jetzt so hier die 30 Kilo Sachen. Ja, wer will? Ich denke, braucht niemand. Aber wir haben 10er zur Genüge, wir haben 9er zur Genüge, ja, seht ihr hier, 8er und 5er. Müsstet halt dann mal, aber das besprechen wir dann live, ist ja schon zu spät, ihr müsst schauen, wo ich meine Männer das sehen, ist schon das Ding geschickt. Also jedenfalls hier und so haben wir die Kurzhandel, die ich mir das morgen abholt, dann ist ja auch schon wieder Geschichte da. Ist ja. Also, klassisches Bodybuilding-Split-Training, wie man so schön sagt. Ja? Wir haben so verschiedene Tage aufgebaut und Tag 1 heute geht los mit Bauch, Beine und Rücken, beziehungsweise Beine, Rücken, Bauch in der Folge. So, das wir grundsätzlich versuchen wir immer, nehmen wir hier mal ein bisschen Chip, weil ich hier 5000 Übungen heute machen muss, die 60 Kilo hatte. Wir versuchen immer den Muskel relativ stark vorzuermüden, weil manche Sachen natürlich nicht so gehen wie an den Maschinen. Ja, nur dass er den Sinn dahinter versteht, wenn wir Sachen Slow Motion machen oder auch mal halten. Okay? Und was wichtig ist für euch zu Hause, die Pausenzeiten wirklich so kurz wie möglich halten. Das kann ruhig brennen, wenn man ein wenig Wiederholung schafft, ist das okay bei der ganzen Nummer. Also Nummer 1, klassische Kniebeugen. Man kann die in der Form machen, also ihr wisst ja, die Fersen bleiben wieder am Boden, ihr bleibt so aufrecht wie möglich. Die Fußspitzen, wenn ihr die, ich sag mal hier die Füße so ein bisschen eindreht, die gucken immer dorthin, wo die Knie hingucken und dann könnt ihr klassisch die Kniebeugen so machen. Oder im besten Fall, das wäre die optimale Variante, ihr nehmt das hier oben hin, so dass es einigermaßen bequem ist, die ganze Nummer, und dann macht ihr ja Kniebeugen. So, wenn ihr eine Last habt, wo ihr merkt, ich schaffe 20, 30 Wiederholungen mit der Nummer, dann macht ihr halt Slow Motion. Das heißt, ihr geht ja relativ gleichmäßig langsam runter. Und immer ohne, dass ihr in irgendeiner Art und Weise absetzt. So dass ihr vielleicht irgendwas zwischen 10 und 15 Wiederholungen schafft. Ihr könnt auch zwischendurch mal halten und dann wieder hoch. Dass ihr quasi konstant eine gleichmäßige Belastung habt bei den Kniebeugen. Okay, und davon 3 Sätze. 3 Sätze zwischen 10 und 20 Wiederholungen. Entweder langsam und oder mit halten. Und immer maximal 30 Sekunden Pause. Also, Beispiel nochmal kurz. Im Zeitraffer. Ja, da jetzt sind wir bei der 10. Wiederholung, immer mit halten. Bisschen zwischendurch und hoch. Nach der 10. Wiederholung. Kurz ausschütteln, die Uhr gucken, 30 Sekunden und dann wieder. Wenn es dann hinten raus nur noch 8 oder 6 Wiederholungen mehr, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ja, das ist auch so 15, 10, 5, dann habt ihr den Muskel ordentlich ermüdet. Dann wieder nur 30 Sekunden Pause und Ausfallschritte. Ihr haltet die Hand jetzt wirklich hier unten, geht hier in den Ausfallschritt und kommt hier hoch. Schön gleichmäßig immer durchziehen. Bis es richtig brennt. Da kann es dann, oder sollte es auch sein, dass du nach 20 Wiederholungen schon anfängst, ein bisschen zu brennen, weil der Muskel dann vorher müde ist, durch die Kniebeugen. Auch hier könnt ihr Slow Motion machen. Okay, den Komplex durchziehen. Wenn ihr dann immer noch nicht ermüdet seid, dann könnt ihr hinten an die Ausfallschritte nochmal die Kniebeugen dranhängen. Aber immer jeweils nur 3 Sätze. Und die dafür wirklich, bis es im Muskel richtig brennt und die Pausenzeit bei 30 Sekunden halten. Okay, so. Dann gehen wir zum Rücken. Entweder ihr stützt euch irgendwo ab, das macht sich meistens am besten, dass ihr euch einen Schuh oder sowas nehmt. Dass man hier so guckt, dass der Oberkörper so naja, parallel bzw. 60 Grad zum Boden hat und dann rudert er hier. Bisschen in die Dehnung reingehen, aber gucken, dass er auf den Muskel kontinuierlich Spannung hat. Wie gesagt, wenn das zu leicht ist und ihr zu viele Wiederholungen macht, dann halt Slow Motion. Ganz langsam hier rein und hier die Spannung teilweise mal halten und wieder runter. So irgendwas zwischen 10 und 20 Wiederholungen.
direkt der Wechsel. Und nur der Wechsel ist immer noch Pausenzeit. Das heißt, wenn ihr es auf der einen Seite 20 gemacht habt, dann macht ihr es auf der anderen Seite und dann wieder zurück. Jeweils wieder 3 Durchgänge insgesamt. Dann wieder nur 30 Sekunden Pause. Nehmt euch beide. Hier wieder die Haltung, also maximal 60 Grad Oberkörper und hier anziehen. Und wenn es wieder zu leicht ist, wie gesagt, Slow Motion, kurz halten. Und halten. Und halten. Immer Spannung halten. Okay? Und davon auch 3 Sätze. Sollte das wieder zu chillig sein, dann geht er nochmal 3 Sätze danach ein und macht das gut und vorgebeugt. Und dann haben wir den Lack auch so weit wie möglich ermüdet. Wer dann noch Equipment zu Hause hat, wie eine einfache Klimmzugstange, kann da noch ein paar Klimmzüge noch dran hängen, beziehungsweise Klimmzüge halten. Oder hochspringen, langsam runterlassen und den Lack zu ermüden. Das ist zu Hause halt immer schwierig. Auch mit Kurzhanteln. Und dann kommt im ersten Split-Training zum Schluss der Bauch. Numero uno. Legt sich auf den Rücken, wir machen Crunches. Positioniert die Hand hier vorne und dann Oberkörper aufrollen, soweit es geht. Die Handelführer halten wir mit. Nochmal schön hier Spitzenkontraktion in die Wampe reinbringen. Und auch so, guckt ihr, 15 bis 20 Wiederholungen. Immer beim Kontern hier ausatmen. Ja, hoch so, Sekunde kontrollieren und runter. Nach den 20 Sekunden, nach den 20 Wiederholungen, maximal 3 Sekunden Pause und dann weiter. 3 Sätze. Okay? Dann hoch. Dann nehmen wir uns die seitlichen Bauchmuskeln vor. Das heißt, schön ordentlich hinstellen. Und jetzt lasst ihr euch hier auf einer Seite richtig weit runter und versucht hier nur über die seitliche Bauchmuskulatur wieder hochzuziehen. Ihr könnt die ruhig bewusst noch anspannen extra. Wenn es den Maschinen zu leicht ist und ihr habt ausreichend Griffkraft, nehmt ihr 2 Handeln. Okay, dann natürlich Seitenwechsel bei der ganzen Nummer, direkt im Anschluss, das ist auch noch eure Pause. Und wieder hier schön versuchen, über die Rumpfmuskulatur zu ziehen. Wieder 3 Durchgänge pro Seite, genauso wie bei den Crunches. Dann wird es kompliziert, vorsichtig, runter. 30 Sekunden Pause noch, beziehungsweise braucht ihr die quasi, um euch zu positionieren. Also nach dem Seitheben, Rumpfseitheben, direkt hier im Liegestütz, Handel platzieren und dann vorsichtig runter in die Planke. Und die halten BZV. Wenn ihr dann völlig durch seid, Pause 30 Sekunden, wieder 3 Durchgänge Planke. Und eben dann noch, wie bei den anderen Übungen, langweiliges, wieder die erste Übung nochmal. Ja, 3 Durchgänge, Handelposition hier und Crunches. Also ich denke, ihr könnt ja immer hin und her spüren. Aber grundsätzlich Beine, erstmal die Kniebeuge, wenn notwendig Slow Motion. Dann Ausfallschritte, hier auch wenn notwendig halb Slow Motion. Dann nochmal Kniebeuge, wenn man es nicht erreicht hat. Dann Rudern vorgebeugt, Rudern zusammen und Rudern wieder einzeln vorgebeugt. Okay, dann Crunches, Seitheben, Planke und zur Not wieder Crunches. Haltet die Pausenzeiten so kurz wie möglich und macht die Bewegung schön langsam gleichmäßig. Ich sage mal, Optimalfall sind so 5, 6, 7 bis 9 Sekunden sogar pro Wiederholung. Also 3, 4, 5 hoch und 3, 4, 5 runter. Weil es geht gerade auch, was das Muskelwachstum angeht, nicht darum, dass man möglichst viele Wiederholungen durchführt, sondern dass man immer konstant eine Spannung hält, ja, und eine gewisse Spannungszeit erreicht, um den Muskel zu ermüden. Und die liegt so im Idealfall zwischen 60 und 90 Sekunden. Da regt man quasi die meiste oder das meiste Wachstum an. Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Sportfrei, viel Spaß.